Der Münchner NSU-Prozess dauert nun schon fast 3 Jahre an. Das öffentliche Interesse am Prozess war zwischenzeitlich merklich erlahmt. Fast 250 Tage Schweigen der Angeklagten, Erinnerungsschwund bei den Zeugen, aber wenig Aufschluss zu dem, was nun wirklich zugetragen hat. An dieser Tatsache hat auch die kürzlich verlesene Aussage Beate Zschäpes nichts Wesentliches geändert, da sie wenig glaubhaft klingt. Wie aber wirkt sich dieser Prozess in all seinen Facetten auf die rechte Szene aus? Inzwischen ist klar, wie viel Geld der Verfassungsschutz in die rechte Szene gepumpt hat. Klar, dass namhafte Politiker und Behörden Falschaussagen getätigt haben, die inzwischen widerlegt sind. Das Auftreten der Neonazis vor Gericht hingegen ist selbstbewusst. Zum Thema Brüder Schweigen spreche ich nun mit Katharina König, Obfrau der Linksfraktion im Thüringer Landtag. Schönen guten Morgen, Frau König. Guten Morgen. Ja, das Thema, welches ich ja gerade anmoderiert habe, zielt erstmal auf André Eminger ab, der in München ebenfalls angeklagt ist. Welche Signale sendet eigentlich ein Gericht nach außen, wenn es einen Angeklagten mit Bekleidung vor Gericht auftreten lässt, auf dem ein Zitat der Waffen-SS steht, Brüder schweigen bis in den Tod, wohingegen ein Besucher nicht in den Gerichtssaal eingelassen wurde, weil er ein T-Shirt trug mit der Aufschrift Kein Mensch ist illegal. Das steht ja irgendwie im Widerspruch. Naja, es ist ein klares Zeichen in die Neonazi-Szene hinein, dass ihre Ideologie scheinbar akzeptiert wird, beziehungsweise scheinbar keinen Widerspruch darstellt in Bezug auf, was sind Gerichtsverordnungen sozusagen, welche Kleidung darf ich tragen, welche Ideologie kann ich öffentlich dort äußern und auch öffentlich nach außen zeigen. Letztlich ist das ein Symbol und ein Zeichen in die Szene rein, die André Eminger bewusst setzen wollte, also als Symbolik, ich schweige, Kameraden, ich werde hier nichts nach außen tragen, ich werde niemanden weiter mit Namen benennen, ich werde keine weiteren Kameraden verpfeifen oder was auch immer, und das Gericht lässt das zu. Das ist natürlich in Bezug auf Aufklärung innerhalb des NSU-Prozesses und innerhalb des NSU-Komplexes mit das Schädlichste, was passieren kann, dass dafür Neonazis keine klare Ansage durch das Gericht bekommen, dass es keine entsprechenden Konsequenzen hat, damit aufzutreten. Es ist aber auch jedes Mal ein Schlag in die Gesichter der Opferangehörigen, die sozusagen diejenigen, die ihre Familienangehörigen umgebracht haben, beziehungsweise dazu beigetragen haben, durch Unterstützungsvariationen sich weiterhin ganz klar als Nazis aufführen, ganz klar die Ideologie vertreten und das sogar öffentlich auf einem T-Shirt nach außen tragen. Es ist ehrlich gesagt, es ist fatal. Es ist auch beschämend für das Gericht in München selber. Und es ist der Wahnsinn. Es ist der pure Wahnsinn, ehrlich gesagt. Ja, der André Eminger ist ja nicht der Einzige. In solch einem Shirt war im Juli 2014 auch schon sein Bruder Mike Eminger zum Prozess erschienen. Andere Zeugen erscheinen in Springerstiefel, Bomberjacke und Tarnkleidung. Glauben denn die Nazis, dass sie nichts zu befürchten haben? Woher kommt dieses selbstbewusste Auftreten? Na, zum einen, die Neonazi-Szene als solches ist aktuell selbstbewusst. Es gab kurz nach dem 4. November 2011 und kurz nachdem diverse Durchsuchungen stattgefunden haben, auch zeitweise Inhaftierungen, Befragungen von Neonazis, da gab es einen kurzen Rückgang, aber feststellbar ist seit Ende 2012, dass es eine neue, selbstbewusste Neonazi-Szene in Deutschland gibt. Da tragen natürlich solche Komponenten mit dazu bei, dass man keine Konsequenzen zu befürchten hat. Und zuletzt würde ich sagen, also das Auftreten der Neonazis im Prozess spricht dafür, was sie erwarten von diesem Prozess. Nämlich, außer von den bereits 5 Angeklagten wird kein weiterer Neonazi, weder von denen, die bis heute bekannt sind als weitere Unterstützer, noch weitere mögliche Unterstützer, irgendeine Konsequenz erleiden werden für das, was innerhalb NSU-Komplex passiert ist. Also weder für Unterstützungshandlungen noch für irgendeine ideologische Beteiligung oder. Da schweigen die Angeklagten bis auf Carsten Schulze, da werden keine weiteren Namen benannt, da wird eben auch aufgetreten mit der klaren Ansage, Brüder schweigen, und es wird darauf hingewiesen, wir, die Kameradschaft, die Neonazis in unseren unterschiedlichen Gruppierungen,
Bewegungen, Parteien und Szenen, wir halten zusammen und wir leben nach NSU weiterhin die Ideologie der Nazis aus. Das heißt, wir vertreten nicht nur, dass Menschen geringeren Wert haben als andere, sondern wir setzen das auch in der Praxis um. Und da muss man sich nur den Bruder von André Eminger anschauen, der Mitglied und einer der Aktivisten der Neonazi-Partei Der Dritte Weg ist und der ja auch am 1. Mai in Saalfeld mit dabei war. Und dann, wenn man sich wieder anschaut, was passiert, Neonazis schlagen Punks zusammen, das machen sie am 1. Mai in Saalfeld, das machen sie am 1. Mai in Weimar, wo sie die DGB-Kundgebung angreifen, sie zünden Flüchtlingsunterkünfte an und so weiter und so fort. Es gibt faktisch kein wirklich repressives Verhalten gegen die Neonazis, ist natürlich auch manchmal schwer, weil man nicht so einfach feststellen kann, wer war das jetzt im Einzelfall, wer ist verantwortlich, aber letztlich trägt es alles zu einer sehr erstarkten Neonazi-Szene in Deutschland bei und das nicht nur in Form der Quantität, sondern auch in Form der Qualität. Sie stellen ja seit 2011 ganz praktisch fest, es passiert nichts. Genau. Ja, die Nebenklage hat ja vom Beginn des Prozesses an auch einen sehr schwierigen Stand vor Gericht. Fragen werden abgeschmettert. Die Bundesanwaltschaft wirkt auch mal Zeugen ab, die sich gerade in einer vielversprechenden Aussage befinden mit der Begründung, das habe mit dem Verfahren ja jetzt nichts zu tun. Auch hier scheint es manchmal, als gäbe es ein Lächeln auf den Gesichtern der Angeklagten. Warum wird es auch der Nebenklage so schwer gemacht? Nun, die Nebenklage verfolgt ja unter anderem das Ziel, den NSU-Komplex im Gesamten mitzubehandeln. Das heißt, nicht nur das, was in der Anklageschrift Thema ist, sondern auch das, was mittlerweile über die Untersuchungsausschüsse, über Journalisten, über Antifa-Recherchekreise und so weiter hinaus öffentlich geworden ist. Heißt, sie wollen nicht nur in Bezug auf die 5 Angeklagten Fragen stellen, sondern sie stellen Fragen zum Thema Verwicklung der Geheimdienste, sei es das Thüringer Verfassungsschutz oder des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Sie wollen wissen, welche V-Leute waren beteiligt und was haben diese V-Leute konkret gemacht in Unterstützungsmaßnahmen und so weiter. Und das Interesse der Bundesanwaltschaft, aber auch des Richters, ist es, den Prozess in seiner Anklageschrift bis zum Ende zu führen, die 5 soweit es möglich ist, dafür zu verurteilen und nicht die Anklage und damit den Prozess im Gesamten zu gefährden. Und das ist sozusagen die Problematik. Die Nebenkläger versuchen, den NSU-Komplex im Gesamten zu thematisieren mit entsprechenden Fragestellungen und auch darauf immer wieder hinweisend, dass es nicht nur die 5 gibt, sondern dass es ein Netzwerk gibt, welches den NSU in unterschiedlichsten Bereichen unterstützt hat. Und der Richter versucht es natürlich abzuschmettern, genauso wie die Bundesanwaltschaft, weil in der Konsequenz die Gefahr besteht, dass der Prozess im Gesamten scheitert und im Gesamten platzt. Und letztlich das Ganze von vorne gehen muss und dann eben nicht nur mit 5 Angeklagten, sondern 200? Ja, die Angeklagte Zschäpe, deren Aussage letzte Woche große Empörung ausgelöst hat, diktiert dem Richter jetzt die Form der Vernehmung, hieß es in Schlagzeilen der Presse. Warum lässt sich der Richter das gefallen, dass sie nur schriftliche Fragen antwortet und was macht das wiederum für einen Eindruck? Naja, was hat denn der Richter Götzl für eine Alternative? Wenn er sich nicht auf die Bedingungen von Beate Zschäpe einlässt, dann heißt das in der Konsequenz, sie antwortet nicht. Was kann er ihr denn drohen? Mit was? Und das ist ein gängiges Mittel, was sie da einlegt, ja? Es ist nicht gängig, definitiv nicht. Also für mich ist das ein Novum. Ich habe das in der Form noch nie erlebt, dass Angeklagte so einem Prozess dirigieren und bestimmen, in welcher Art und Weise sie befragt werden, was sie aussagen und so weiter und so fort. Aber es ist faktisch für den NSU-Prozess die einzige Chance, überhaupt Nachfragen zur Aussage von Beate Zschäpe zu stellen. Wenn sie sich nicht darauf einlassen, heißt das, sie antwortet gar nicht mehr und sie gibt keinerlei weiteren Informationen. Und natürlich versucht Richter Götzl, genauso wie Bundesanwaltschaft, weitere Informationen von ihr zu erhalten. Das kann man ja auch Richter Götzl als solches erstmal nicht vorwerfen, wenn man bedenkt, er hat keine Alternative. Wenn er sich nicht darauf nicht einlässt, dann gibt es keine weiteren Informationen. Okay. Noch eine Frage. Der BKA-Präsident Jörg Zirke behauptet im November 2011 in der Lunge vom Mundlos seien Rußpartikel gefunden worden und untermauerte damals mit dieser Behauptung die These vom Selbstmord der Uwes. Bundesanwalt Runge deckte diese Behauptung. Das ist widerlegt seit Mitte 2014. Hat das Konsequenzen nach sich gezogen? In der Presse wurde darüber nicht allzu viel berichtet.
Na, wir hatten im letzten Untersuchungsausschuss, in der letzten Legislatur hier in Thüringen, hatten wir ja die Obduktionsprotokolle und aus denen geht hervor, dass keine Rußpartikel in den Lungen gefunden wurden. Wir haben das auch im Abschlussbericht mit thematisiert. Allerdings sind uns die Unterlagen sehr spät zugeliefert worden und wir hatten das Thema 4. November auch sehr spät überhaupt erst bei uns im Untersuchungsausschuss debattiert. Das Problem ist, wir haben bisher keinerlei Pathologen, Gerichtsmediziner, Sachverständige gehört, die uns das Ganze erklären können und die uns sozusagen auch aus der Fachexpertise heraus Informationen geben können. Geht das überhaupt? Kann man, wenn man etwas anzündet, atmet, im Anschluss keine Rußpartikel in der Lunge haben? Wenn das nicht möglich ist, dann ist die große Frage, wie ist der 4.11. abgelaufen? Ich persönlich gehe allerdings davon aus, dass die Rußpartikel in den Lungen gar nicht das Entscheidende sind und dass der 4.11. Der Ablauf im Wohnmobil auch gar nicht das Entscheidende ist, sondern viel entscheidender finde ich zumindest, sind die Vorgänge, die sich dann bei den Ermittlungen am 4.11.2011 und am 5.11. und den Folgetagen aufgetan haben und von denen wir bisher wissen, also mit einer Gartenhake im Wohnmobil rumstochern, um vermeintlich Sprengfallen zu finden. Das Wohnmobil mit zwei Leichen im 40-Grad-Winkel auf einen Abschleppwagen hochziehen. Das sind so Sachen, da fange ich an zu hinterfragen, was ist denn nur los in Bezug auf Polizeitaktik, was ist denn nur los in Bezug auf ganz normales Standardvorgehen, Tatortsicherung und so weiter und so fort. Das sind sozusagen für mich die, ja, in einem bisschen entscheidenderen Fragen. Ich denke, dass wir auf die Rußpartikelfrage von Sachverständigen ja zumindest einleuchtende Antworten bekommen werden. Davon gehe ich zumindest aus momentan. Okay, noch eine abschließende Frage, Frau König. Hat der NSU-Prozess die gewonnenen Erkenntnisse, aber auch die vorenthaltenen Auswirkungen Ihrer Ansicht nach auf den Rechtsruck in der Bevölkerung, siehe GIDA-Bewegungen? Naja, ich weiß nicht, ob es, dann würde ich es in einer Logikschiene sozusagen versuchen darzustellen. Die Neonazis stellen fest, dass trotz 10 Morden und eines Mammutprozesses, der in München stattfindet, es letztlich nur 2 Personen ganz konkret im Alltagsleben betrifft, die in Untersuchungshaft sitzen. Die anderen 3 Angeklagten sind ja zwischenzeitlich nicht mal mehr in Untersuchungshaft. Ein Teil der Angeklagten nimmt an den GIDA-Bewegungen mit teil, läuft auf Nazi-Aufmärschen mit herum. Und wenn man sich das dann anschaut, inwieweit Neonazis eine Auswirkung haben auf die Bevölkerung in Bezug auf Angst vor Flüchtlingen, Angst vor Menschen mit muslimischem Hintergrund und da natürlich auch anstacheln und die Bevölkerung sozusagen aufhetzen, dann hat der NSU-Prozess, wenn man es in dieser Folge und Logik betrachtet, natürlich mit einer Auswirkung, weil Neonazis eben registrieren, es passiert nichts, wenn wir etwas machen, es passiert nichts, wenn wir unsere Ideologie äußern und es passiert auch nichts, wenn wir unsere Ideologie in die Praxis umsetzen. Und das halte ich für das eigentliche Problem, dass zwischenzeitlich 4 Jahre, nachdem NSU aufgeflogen ist, keine praktischen Konsequenzen für Neonazis in Deutschland feststellbar wurden. Ja, vielen Dank für die Einschätzung, Frau König. Ich sprach mit ihr über die Wirkung der Angeklagten und des Prozesses auf die rechte Szene. Vielen Beobachtern des NSU-Prozesses mangelt es an einer konsequenten Aufklärung, die in alle Richtungen gleichermaßen verläuft. Die rechte Szene hat über Jahre zumindest finanziell profitiert. Nur wenn ernsthaft aufgeklärt wird, können sich die Staatsbürger auch auf ihren Staat verlassen. Ansonsten reiht sich der Prozess, wenn ich nun Wolfgang Schorle an dieser Stelle zitieren darf, in nebulöse Strafverfahren ein, wie das Oktoberfest-Attentat oder die Morde an Buback, Herrhausen und Rohwedder, die ebenfalls bis heute mangels vollständiger Aufklärung ein tiefes Misstrauen in den Staat erzeugen.